Okay, willkommen bei der nächsten Folge Assetto Corsa. So, willkommen bei der nächsten Folge Assetto Corsa. Verschiedene Autos, andere Strecke oder manche Autos auch gleich. Mal schauen. Wir fangen an mit BMW Z4 GT3 CF. Sind wir letztens auch gefahren und heute ist die Strecke Portimão dran. Portimão 2023. Ich bin gespannt. Wir lernen gemeinsam die Strecke. Das erste Mal die Strecke, das zweite Mal das Auto. Würde es normalerweise sein, aber die erste Aufnahme ist gecrashed schon wieder. Musste den OBS neu starten und dann ging der Sound nicht hier und da und jetzt Runde 2. Mit dem Auto habe ich mich wohlgefühlt in der auf der Türkenstrecke. Die war echt strong. Die war echt strong. So. Die Ansicht. Und let's go. Boah, ist das laut. Oh. So, mal schauen, was wir hier machen können. Erste Kurve links. Oh. Gut, gut, gut. Das ist der Geist von der ersten Aufnahme. Ist schon ein paar Tage her. Ich glaube in Echtzeit über eine Woche. Kann mich gar nicht daran erinnern. Da ich warte zu der Zeit, lag ich eigentlich ziemlich flach. Fieber, Schnupfen und Husten im Bett. Hatte aber doch gedacht, komm, ich stehe mal eine Stunde auf. Und fahren ein bisschen, so mal random. Why not? Kann man machen. Und dann nicht gecheckt, dass der Sound nicht funktioniert. Oh, das ist eine krasse Strecke, Alter. Oh mein Gott. Wir schnappen uns die ähnlichen Autos wie auf der türkischen Strecke. Vielleicht ein, zwei andere noch. Oh, das ist ja die letzte Kurve. Oh mein Gott, wir müssen vielleicht spitzer fahren. Okay, 6 Gänge erreicht. Wo bremse ich wie hier? Bei 50. Warte, ich muss. Ey, Moment. Sorry, aber das stört mich gerade. Das ist so verflucht laut. Okay, auf geht's. Nur ein bisschen leiser gemacht, der Motor. Das Spiel. Okay. Die Strecke ist schon anspruchsvoll irgendwie. Hat viele wilde Kurven. Aber irgendwann bin ich die schon mal gefahren. Es ist für mich sehr, sehr strange, das alles nochmal zu wiederholen, was ich schon mal gemacht habe vor einer Woche. Auch ähnliche Geschichten erzählen bestimmt. Auch einiges mit Mods habe ich probiert. Wollte euch noch ein paar Sachen zeigen, aber irgendwie nach noch anderen Mod-Installationen waren die alten Mods nicht mehr da oder ging nicht mehr richtig. Jetzt einfach gesagt, scheiß drauf, wir fahren, machen wir die Aufnahme einfach nochmal. Habe ich dann für zwei kleine Aufnahmen über 2 Wochen gebraucht. Oh. Also falls ich die heute schaffe, nächsten paar Stunden.
Ey, wie viele Kurven diese Strecke hat. Du kannst da nie richtig beschleunigen. Okay, ich glaube, jetzt kommt die Zielgerade. Wenn ich den enger fahre, kann ich die, glaube ich, voll fahren. Aber tut mich trotzdem irgendwie wegschleudern. Okay, nochmal probieren hier. Boah, erste Kurve. Weiß ich nicht. Wieder Bergsteigen, links hoch, okay. Ach, da ist die Ideallinie, aber die ist hier sehr, sehr hell. Sieht man kaum. Falls ihr irgendwelche coolen Custom Shader oder SUL Settings oder so habt. Ich habe noch die, die wir vor ein paar Jahren hatten drin. Könnt ihr sagen, falls es was Neues gibt, ich schaue mal auf YouTube Videos an. Aber das Ganze nochmal neu von 0 an einzustellen, weiß ich nicht. Das Schiss dann, dass das gar nicht mehr geht. Wow! Digga! Ist jetzt passiert? Tot oder was? CPU 100%? Fehler? Okay, das Spiel konnte den Crash nicht berechnen. Ach du Kacke. Okay, dann gehen wir nochmal rein. Irgendwie 100% CPU-Auslastung, Crash konnte nicht berechnet werden. Wow. Gut. Verstehe. Macht Sinn. Habe ich auch noch nicht gehabt. Ich dachte, ich knall gegen die Wand, Totalschaden. Restarte, fertig. Oh ja, geht ja wieder. Aber ziemlich viele ekelhafte Kurven hier. Und links ist da so eine kleine Strecke. Die seht ihr nicht, da ich davor, okay, da schaue ich immer wieder hin. Hier Streckenverlauf nicht peilen noch. Heftig oft bergauf, bergab. Und dann verliert man. Ey, das ist die gleiche Strecke von eben. Das ist die gleiche Stelle von eben. Wahnsinn. Also da bergauf langsamer fahren. Ich verliere voll Grip. T15 Galb. Da steht er oben, okay. Das Auto immer wieder so springt. Das stammt immer wieder so beim Lenken. So uneben die Strecke. Ohne Scheiß. Ich wollte gerade einlenken, das habe ich vorhin so ein bisschen abgehoben. Noch eine Haarnadel left. Hier ist das, ne? Wo ich immer wieder Grip verliere. War ich ja weiter außen. Aber ich muss eigentlich auf die linke Seite. Weil die Straße da weitergeht.
Oh, ich finde die Strecke schwer, muss ich sagen. Und ich rutsch wie Sau. Ich habe irgendwie null Grip. Ich glaube, ich fahre einfach zu schnell in die Kurve. Oder lenkt zu viel, ist klar. Boah. Ist das wieder die Zielgerade? Oh, schon wieder gesprungen. Okay, nächster Versuch. Oh, ein bisschen noch in Mexiko, nämlich diese Stelle davor beim, so. Ich habe keine Ahnung, welche Kurve das ist. Aber ein bisschen in Mexiko, nämlich das. Ich kann halt nie genau sagen, wo ich es meine. Zweiter Sektor Anfang. Oder Ende erster Sektor. Ich sehe auch irgendwie nie was. Strecke ist irgendwie, hat so viele Ebenen, dass man irgendwie nie sieht, wo es weitergeht. Hier, meine. Es geht eigentlich, oder? Es geht, da ist eigentlich gar nicht so viel. Hä? Jetzt bin ich die Suche angefahren, habe gar nicht gecheckt, dass überhaupt irgendwas ist. Schon wieder dieses links-rechts hier. Wiederholt sich ja auch. Also vom Schwierigkeitsgrad her nochmal ein Stück härter als die Strecke davor. Wow! Okay, die Curbs sind hier sehr hoch. Boah, ich verliere mal wieder Kontakt irgendwie. Nein, schon wieder. Nein, 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 nicht wieder dieses. Okay, gut. Schöne Strecke, schönes Auto. Ab zum nächsten Auto. So, nächstes Auto. Porsche 911 RSR GTE 2021 URD. Let's go. Bin ja gespannt, wie der auf der Strecke ist. Portimao finde ich schwere Strecke. Respekt. Respekt habe ich da vor der Strecke. Wahnsinn. Okay, let's go. Bin ja gespannt, wie der im Vergleich zum anderen sich fährt. Wackeln tut schon sehr, sehr wild mit dem. Kann man bestimmt vergleichen, die beiden, wa? Bremst mal bei 100. Aber ich glaube, ich sitze hier sogar ein bisschen höher. Ist besser einzusehen, die Strecke. Ob mir das was bringt, weiß ich ja nicht. Fährt sich okay. Eigentlich ähnlich wie der andere.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht ein bisschen stabiler. Und dann wäre ich weggerutscht, deswegen habe ich es nicht gesagt. Aber ich war kurz davor. Lass mal schauen, hier bergauf. Ich bin einmal eine Linie gefahren, das habe ich gar nicht abgehoben. Ja, wenn ich hier bremse. Digga. Wow. Boah, diese ganzen Ebenen. Ich habe... Also, Wahnsinn. Da brauchst du ein Rallye-Auto mit heftiger Federung. Merkt ihr, wie das hier... Wie viel Unebenheiten es gibt? Ich merke das am Lenkrad. Obwohl ich der Meinung bin, dass das Force-Feedback nicht so richtig funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich habe immer noch kaum Widerstand, aber ich spüre halt die ganze Strecke. Also ich spüre alles, nur der Widerstand ist nicht da. Okay, noch eine Runde. Mal schauen. Bei unseren aktuellen AC Staffel 1, die ja noch auf YouTube fleißig läuft, da können Sie noch mehr Racing sehen. Da fahren wir ja... Da fahren wir ja eine Strecke mehrere Stunden oder mehrere Tage. Hier fahre ich halt eine Strecke hier so ein paar Minuten. Und wieder mit anderen Autos so zum Rumprobieren, rumtesten. Viel länger kann ich halt auch nicht. Ich mache einfach so gut wie es geht, auch wenn es nur ein, zwei Runden sind. Kleines Päuschen wieder. Dann fahre ich wieder weiter. Oh mein Gott, das ist schon rutschig. Also ich irgendwie wackelt das Auto mehr, aber es kann halt auch optisch sein. Das andere Auto war ja auch komplett unruhig. Okay. Das schöne Haarnadel hier. Ich komme aber gar nicht ohne Rutschen durch die Kurven so richtig. Jetzt geht's wieder runter, links hoch, oder? Genau wie vorhin. Das ist nicht meine Crash-Kurve hier. Ich muss echt immer komplett gerade halten. Und ich bremse. Hier ist ja auch wieder so komisch links hoch. Nochmal links hoch. Dann geht es wieder rechts runter, oder was? Dann kommt, glaube ich, die Ziegeladenkurve. Die ist ja auch rechts runter. So. Na dann, probieren wir nochmal schön hier. Vorne rechts, der Reifen ist schon kühl. Boah, ich erschrecke mich immer. Ich denke mal, irgendwas passiert. Dass eine neue Bestzeit mit Geist-Bestzeit geschlagen wird. Machst du. Ich erschrecke mich immer voll.
Hier wieder hoch, links hoch. Kommt, glaube ich, eine Haarnaht links, ja. Sehe ich auf der Karte unten links, ja. Kommt so komisch links. Dann geht sie wieder rechts hoch und dann links runter, links runter, oder? Geht's wieder links runter und dann wieder hoch. Das ist meine, einer meiner Kurven, wo ich immer kaputt gehe. Wo es eigentlich geht, wenn man mittig fährt. Aber die ganzen Spuren sind nicht für mich. Jetzt geht's wieder links hoch. Jetzt wieder eine Haarnaht links. Okay. Jetzt schon die vorletzte. Ja, die Runde ging schnell vorbei. Okay. Falls sie schon vorbei ist. Nochmal unseren Geist geschlagen, aber der ist ja wirklich keine Vorgabe. Vorne Rechtsreifen, komplett kalt. Immer noch. Dass der Geist, der so komisch da war, in meinem Pad drin. Mal wieder eine Bahnnadel. Ich glaube, bei so Strecken muss man doch hin und wieder einiges am Setup basteln und ändern. So mehr. Alter. Okay. Ich sag nichts mehr, ich fahre einfach. Und jetzt hier wieder langsam. Geist kommt. Noch mal ein bisschen verbessert. Jo. 1,47. Kann man so leicht Grip verlieren? Aber imagine, du fährst es hier, keine Ahnung, 100 Runden, ein paar Stunden, dann geht das schon. Vielleicht ist mir das irgendwann wieder körperlich möglich. Das wäre geil. Und dann können wir wieder einen Server aufmachen. Vielleicht gemeinsam fahren. Weil so lohnt sich's nicht. Ein paar Mal 10 Minuten und dann mache ich Pause. Das hilft keinem was. Mein Server ist ja eh da. Ich muss ja nur vielleicht updaten, ein bisschen aktualisieren. Strecken drauf. Autos sind ja eh da. Der Server hat den Status von Nürburgring. Auch hier auf YouTube zu finden. Gags lernen Nordschleife. Oder versuch's zumindest, da bin ich auch. Das, was ich hier gemacht habe, bin ich da einige Stunden Nordschleife gefahren mit vielen, vielen Autos. Und
versucht, überhaupt einmal umzukommen, ohne zu sterben. Okay. Haben wir das mit dem Auto geschafft? Dann auf zum nächsten Auto. Okay, dann probieren wir mal ein Formel 2 Auto. Formula RSS 2V6 2020. Bin gespannt. Auf geht's. Reifen Supersoft. Soundstärke auch gecheckt. Mal schauen, Formel 2 Auto müsste das sein. Ich hoffe, das hat jetzt keine irgendwie Curse-Sachen oder so. Oder DRS. Das hat 6 Gänge gepasst. Oh. Schon wieder am Lenkrad. Kaum. Ich habe keinen Widerstand hier. Müssen wir nochmal kurz checken. So, los geht's. Noch ein bisschen Force Feedback verändert. Euch die Karte ein bisschen höher geschoben, damit ihr auch was seht. Und die Striche gehen natürlich nicht weg hier. Force Feedback war auf 70, ich habe jetzt auf 100. So, let's go, Formel 2. Dritter Gang, kriegen wir hin. Okay, diese typischen Geräusche. Das ist schöne Forts, wenn man noch Formel 1 am Körb fährt. Formel 2, sorry. Wo ist denn hier diese Harnland links jetzt? Ich habe jetzt das Force Feedback Menü hinter mir, also hinter dem Bild, wo ich bin. Oh ne. Ja, okay, ich habe jetzt nicht aufgefasst. War ich da jetzt? Ich sehe da gerade 35 Road. Oh mein Gott, warte, wir stellen noch ein bisschen was um. So, drittes Mal neu starten mit dem, bis alle Settings passen hier. Wow. Und warum geht das hier nicht weg? So, noch ein bisschen was am Force Feedback verändert. Dass ich mehr von der Straße spüre, mehr von den Curbs und von der ABS. Das ist früher alles so leicht eingestellt irgendwie. Ich habe nicht nur das Profil von früher und ich sitze auch anders natürlich. Habe ich aber Rallye gemerkt, nachdem ich das Lenkrad zu hatte, habe ich mehr so Hebelwirkung. So kann ich viel, viel mehr Kraft ins Lenkrad geben. Ich weiß nicht, ob sich erster Gang lohnt. Boah, hey. Krass. Wild mit dem Grip auch hier. Okay, ich sehe. Alter, ich sehe ja noch weniger als bei den anderen Autos. Was ist mit der Sicht? So ist er noch schlechter. Ja, das darauf habe ich gar keinen Bock. Das gefällt mir nicht. Ja, so, oder? Das ist das, was wir hatten. Reifen zu heiß. Lieber die normalen Soft, nehme ich die Super Soft. Kühlen ja gar nicht mehr ab. Alter, das ist halt so komplex mit der Formel 1 Dinge einzustellen oder Formel 2. Müssen wir mal die Kamerataste und Wechseltaste aufs Lenkrad tun. Oh, auch viel stärker vom Force Feedback gereicht, oder was?
Also bist du so ein GT3. Ja, ich krieg die auch nicht. Es ist sauschwer, muss ich euch sagen, mit dem Auto hier. Ist immer die gleiche Stelle, wo ich rausfliege. Aber ich halt nicht sehe. Und das Lustige ist jetzt, die Karte, die Map ist ja woanders, als ich sonst mal geschaut habe. Boah. Okay, letzte Kurve jetzt. War vorne rechts jemals warm? Aber ich glaube, wenn man ein, zwei Runden fährt, sich gewöhnt, ist auch mit dem Auto okay. Aber komisch, vorne rechts nur komplett dunkelblau, also komplett kalt, die Reifen. Okay, ich hätte nicht in den ersten schalten sollen, warte mal. Wow, 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 wow. So, mal auf 17 PSI hier vorne rechts. Mal schauen, ob es jetzt warm wird vorne rechts. Muss mich ja wieder so ein bisschen einspielen jetzt. Ist viel zum Einstellen. Und wenn sich die Autos dann wieder wiederholen und die Strecken sich verändern, dann geht das ja. Force Feedback einstellen. Da gibt es auch verschiedene Sachen. Roads, Curbs, ABS, Force Feedback selbst, dann Lautstärke vom Auto. Muss man alles individuell einstellen. Ich versuche von den ganzen Settings, wo ich halt einstelle, so viel wie möglich rauszuschneiden, damit ihr pur das Racing seht. Und ich erzähle es denen hier nur. Ich krieg vorne rechts nicht warm. Doch, stimmt. 25 PSI, doch. Sehr verrückt. Muss ich da weniger? Muss doch nicht weniger Luftdruck, oder? Wenn die Reifen kalt bleiben. Kriege ich das hin, dass vorne rechts überhaupt der Reifen warm wird? Einfach weg mit dem Reifen, oder? Kann da nicht noch mehr Bar drauf tun, oder doch? Vielleicht
vielleicht auch sogar den linken Vorderreifen ein bisschen erhöhen, weil der wird auch spät erst bei der Runde warm. Boah, das ist so ein hoher Körper. Dieses Rutschen. Ist das Formel 1 Geräusch, hä? Ey, ich hätte noch mehr, wenn ich jetzt noch mehr gelenkt hätte, hätte ich mich wieder gedreht. Ich muss sagen, Strecke schwer. Gut, ich bin jetzt da kein Benchmark. Ich tue mich, glaube ich, bei vielen Strecken schwer, aber hier besonders. Auch Auto echt krass. Die nächste ist erst die richtige. Ich schaff's hier nicht ohne zu rutschen. Ja, okay. Gott, geiles Auto, super Strecke. Hammer. Okay, gut. Nächstes. So, machen wir direkt Formel 1 und testen das. Wahnsinn. Also das war jetzt echt, echt krass. Mit dem Formel 2 war das ein Müllerlebnis. Da war das echt ein Müllerlebnis. Das war nicht spaßig. War echt anstrengend. Wieso merkt es sich denn nicht die Settings jetzt? Merkt ihr doch irgendwas. So, Lautstärke passt, let's go. So, nur mal schauen, wie der Unterschied jetzt ist. Imagine, vorne rechts ist warm. Jetzt habe ich viel mehr Einschlagwinkel als mit dem anderen. Ja, das ist das. Ich will es dir nicht sagen, aber es ist mit dem viel einfacher zu fahren als mit der Formel 2. Auch allein der Einschlagwinkel in den Kurven ist, sollte aber Formel 1 auch schwierig sein. Aber das ist halt hier echt stabil. Oder weil ich jetzt schon ein bisschen gewohnt bin vom anderen. So. Thank you.
Ich spüre die Unebenheiten, aber es gleicht viel besser aus. Die Kurve habe ich ja kaum bekommen mit dem anderen. Vielleicht bin ich sie auch komplett falsch angefahren, kann auch sein. Ich bremse auch viel vorsichtiger hier. Ich habe halt einfach Downforce hier. Okay, ja, okay, ich darf nicht übertreiben. Das ist klar. Man probiert, ja, ich bin trotzdem an der Grenze, was das angeht. Bisschen zu viel Gas oder bisschen zu viel gebremst, Rip. Okay, passt schon. Es ist nicht, ich bin nicht unsterblich hier mit dem. Ach, schon Laune. Du bist jetzt immer die besten Fahrzeuge. Deine Z4 BMW und das Formel 1 Auto. Und vielleicht das Vertical. Weiß nicht, ob wir das noch fahren sollen. Gleiche Stelle wie vorhin. Krass. Hier kann man noch schneller fahren. Weil die erste Kurve ist ja erst die hier. Wie cool der Radstand hier ist, wenn ich da wirklich gut rumkomme. Oh, zu schnell. Ich muss mich jetzt nicht drehen. Ich glaube, man kann, wenn man hier links fährt, kann man noch viel später bremsen. Boah, die ganzen Unebenheiten sind hier auch brutal. Aber es geht. Klebt sich an die Strecke des Autos. Man traut sich immer mehr von Runde zu Runde. Und wenn ich zu viel Gas gebe, noch zu schnell, dreht es mich. Hier habe ich ja vorhin den Fehler gemacht. Bin ich zu schnell gewesen. Boah, wie das vibriert, Alter.
und kurzzeitig immer wieder Grip verliert. Also irgendwie so kommt, als ich da kurz schweben würde. Dann macht so. Runde für Runde bessere Zeit. Geil. Okay. Super. Bis jetzt beste Erfahrung mit dem. Er und der BMW gewinnen schon wieder. Fahren wir nochmal Radikal-Dings da. Warte. Komm, als Gaudi. Als letztes. Jetzt das Auto für die Strecke. Und dann mache ich mal für die nächsten Strecken Gedanken, dass wir vielleicht doch irgendwie GT3, GT4, Radikal vielleicht immer mit dabei. Also ich würde schon gerne den Ferrari oder auch die verschiedenen Formel 1 Autos mit dabei haben. Radikal ist auch immer lustig zum Testen. Sound passt. Go. Der ist auch immer lustig, Mann. Ich mache das immer sehr spontan. Ich denke mir mal, komm, so ein bisschen Planung schadet ja eigentlich nicht. Aber dann wird es dann doch zu spontan. Let's go. Sehr schmutzig die Strecke hier. Glaube ich, der mal so schlecht. Die Strecke erst so spät zu fahren, wenn man so ein bisschen kennt, weil mit dem hätte ich mich auch bestimmt gedreht. Ja. Hier auch bestimmt gedreht. Schönes Auto. Kann ich hier voll fahren? Hier links und dann erst bremsen hier. So meine ich das. Ganz links. Schau, wie viel Platz hier noch ist. Man kann ja eigentlich so spät bremsen. Ist das jetzt, weil ich die Strecke so ein bisschen gewohnt bin und weiß, wo welche Tücken sind, oder sind die Autos einfach stabiler? Das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht auch beides, aber ich passe da wirklich auf. Auch voll viel Gas losgelassen. Nur ein bisschen gebremst, weil ich gemerkt habe, es schleudert mich weg. Ja, trotzdem super geile Strecke. Ich müsste das eigentlich alles wieder am Server fahren. Dann sehe ich auch live am Server, was ich mit welchem Auto gefahren bin. Und dann könnte ich euch theoretisch das Ergebnis dann später einblenden. Klar, man kann es ja auch spulen, nachschauen und so, aber wäre trotzdem geil, einfach so eine Liste zu haben. Da steht Helmut, dass die Zeit, in dem man dem Auto und so viele Runden noch die einzelnen Sektoren zu sehen. Vielleicht fahre ich ja mit dem einen Auto bessere Sektoren zum anderen. Aber overall doch schlechter. Auch hier voll gemerkt, dass es fast gerutscht wäre. Bremst er nie wieder voll, wenn man das sieht, ich weiß nicht. Bremst immer nur so halb, dreiviertel. Erstmal
Tut mir... Boah, noch abgefangen. Erstmal tut mir das weh, wenn ich vollbremse. Und zweitens tut es im Auto auch weh, wenn ich dann wegrutsche und irgendwo dagegen donner. Voll kontrolliert muss man fahren. Wenn man ganz ehrlich ist, Formel 2 Auto hab ich schon genervt. Das war schon sehr, sehr strange eingestellt. War das nicht immer die Kurve, wo ich mich so weggedreht habe im GT3 hier? Mit keinem anderen Auto Probleme irgendwie. Ich habe mich da immer gedreht, also bergauf. Oder hier bergauf, keine Ahnung. Vielleicht war ich einfach zu schnell. Nicht genug Grip. Da ist der Unterfuhr zu wenig gewesen. Zu schnell runtergeschaltet, zu stark gelenkt, ist auch immer so ein Indiz. Geil. Fast gar nicht bremsen bis hierher. Wie vorsichtig ich bremsen und Gas geben will. Das ist auch so gefährlich, weil du musst im beim Bergab bremsen und quasi auch da lenken. Die Kurve geht echt. Schade. Schade, aber hat geklappt bis jetzt. Dann kommen wir zum Ende dieser Folge Assetto Corsa. Algarve Portimao 2023 mit verschiedenen Autoklassen. Ende.